Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, es ist jetzt wieder einige Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, und mir ist gerade eingefallen, dass ich vergessen habe, was ich machen wollte. Wir sind in Caldera, soweit habe ich schon mal begriffen. Wir haben hier ja noch eine kleine Quest, zwecks Rekruten und so, das könnten wir machen, bevor wir abhauen und, ich glaube, bevor wir Garcia weiterverfolgen, werden wir uns mit Slane beschäftigen müssen, schrägstrich dürfen. Das Doofe ist nur, ich muss wahrscheinlich, wenn ich richtiges Pech habe, einen Schießwettbewerb gewinnen, das ich nicht gewinnen kann, weil ich einfach zu ungeschickt bin. Ja, das wird ein sehr spannender Part. So viel dazu. Und es gibt auch natürlich wieder mal eine Begründung, warum ich in dieser Woche so faul war mit dem Part hochladen. Ich glaube, es war nur ein einziger oder zwei, die ich diese Woche hochgeladen habe. Tut mir auch sehr, sehr leid. Deswegen, ich war nämlich als, ja, ich bin ja Mausmama, ne? Ihr wisst ja, oder einige von euch wissen, ich habe ja vor einem Jahr zu meinem Geburtstag, ja fast ein Jahr, drei wunderschöne, liebe Mausdamen geschenkt bekommen und ja, hörst du auf zu lecken? Herrschaftszeiten. Und die eine, also meine Bianca, war ja vor ungefähr zwei Wochen mein erstes Sorgenkind. Sie hatte ein, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Abszess, so am Auge. Das glücklicherweise, ja, durch meine beiden anderen Mäusedamen, ja, es hört sich eklig an, aber entfernt wurde. Die haben das ihr nämlich aufgebissen und das Ganze ist dann zum Glück ohne Tierarzt Besuch gut verlaufen. So, jetzt aber, ist jetzt aber kein Regelfall, das war einfach übers Wochenende. Ich habe, also dieses Abszess ist innerhalb eines Tages angewachsen, habe ich gedacht, ich krieg Zustände. Hab dann am Montag wollen zum Tierarzt fahren, aber am Sonntag auf Montag haben das meine beiden, ja, haben das eigentlich die Geschwister von der Bianca selber erledigt. Die haben kurzerhand mal eine Arzt-, also eine Doktorrolle übernommen und haben ihr das entfernt quasi, also ja. Und dann habe ich aber, ja, ein paar Tage später, nein, falsch, das war gar nicht Samstag auf, das war gar nicht Sonntag auf Montag, das war am Freitagabend, genau, da war das dann weg, mit Absprache des Tierarztes, so war das, Entschuldigung, war alles gut. Hab dann die Ärzte natürlich noch angerufen, gefragt, ob das alles seine Richtigkeit hat hier. Ja, passt alles, er ist auch sehr froh, weil bei einer Maus kann man solche Behandlungen eher schwer durchführen, vor allem im Gesichtsbereich, das ist etwas schwierig. Unter Umständen kann es auch lebensbedrohlich sein und ich suche da noch so einen Einwohner, den wir noch rekrutieren können. Ich glaube, hier drin werde ich keinen finden. Nur so nebenbei. Und ja, wie gesagt, das haben die Mädels eben selber gelöst. Habe aber dann ein paar Stunden später bei der Mausi auf ihrer rechten Hüfte quasi, im Hüftbereich, Hüft-Bauchbereich, so ein der Richtung, ja, eine Beule entdeckt und ich war ganz aufgelöst. Die Ärzte habe ich keinen mehr erreichen können, weil die schon, mein Lieblingstierarzt hatte schon zu, der ist ja auch sehr belesen, ist ein sehr guter Tierarzt, hat 30 Jahre Berufserfahrung, bla bla bla, hin und her, also wirklich sehr, sehr lieber, guter Tierarzt, bin sehr zufrieden mit ihm und habe dann am Montag sofort ihn angerufen, haben gleich einen Termin vereinbart für Montag. Und bin dann mit ihr hin nach der Arbeit und dann hat er halt festgestellt, dass es ein Tumor ist. Aber zum Glück ein Tumor, der leicht zu wegoperieren ist. Ich suche da echt... Ah, ein Arbeiter kann man auch nehmen. Die Inquisition braucht dich. Die Inquisition braucht dich. Was für eine Beine? Soll kämpfen? Bist du verrückt? Hast du gesehen, wie groß die Viecher sind? Keine Sorge, du wirst gut ausgebildet. Um gegen solche Viecher zu kämpfen? Vergiss es. Okay, schade. Okay, Arbeiter kann man auch nehmen.
Vielleicht eine Frau? Ha, nein, im Moment ist es schlecht. Ja, klar. Ja, und auf jeden Fall war ich dann halt die ganze Woche in Sorge, weil am Freitag war dann ihr Operationstermin und habe mich auch am Freitag den ganzen Tag ein bisschen gesorgt. Auch wenn ich dem Tierarzt blind vertraue, aber ein bisschen macht man sich ja doch Sorgen um seine süßen Haustierchen. Und ja, am Abend dann habe ich sie mitnehmen dürfen, alles gut verlaufen. Sie hat zwar jetzt eine 2 cm große Narbe am ja, Hüft-Bauchbereich mit insgesamt, ich glaube, 6 oder 7 Stichen eines, also zugenäht ist sie halt worden, ne? Mit 6 Stichen. Der Faden ist organisch, sprich, der löst sich selber auf. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, die Stelle, ja, ärgert sie jetzt ein bisschen. Die Wunde ärgert sie ein bisschen. Nicht, weil sie Schmerzen hat, sondern weil sie sich denkt, wo kommt das denn her? Ich will das weghaben. Und putzt sich halt ständig an der Stelle, macht zum Glück die Narbe nicht auf. Und die Fäden zieht sie auch nicht raus, Gott sei Dank, aber ihr stört es halt einfach, ne? Ist eh klar. Aber alles gut gegangen, Gott sei Dank. Natürlich musste ich sie auf Quarantäne setzen. Habe ich auch versucht, aber irgendwie, ich kann es mir nicht erklären, hat es die Kleine geschafft, zu den anderen Geschwistern sich durchzukämpfen. Also ich habe mir da von Ikea so ein Regal umgebaut. Moment, ich rede noch zuerst mit dem. Schließ dich der Inquisition an. Ah, Lopez hat einen neuen Werber gefunden. Hör zu, du musst dir keine Nummer abziehen. Das ganze Geschwätz von wegen Rettung der Menschheit, das kenne ich schon. Und was ist mit den Vorteilen für dich? Kennst du die auch schon? Vorteile? Es gibt gute Verpflegung, es gibt regelmäßig Sold, du bekommst eine Muskete. Wir fangen mal mit der Verpflegung an. Es gibt gute Verpflegung. Verpflegung? Es gibt nur dünne Suppe. Und Sold? Es gibt regelmäßig Sold. Und was soll ich damit anfangen, wenn sie mich in den Dschungel schicken, wo es keine Kneipen gibt? Du bekommst eine Muskete. Ach, hör doch auf. Musketen gibt's nur für die Protektoren. Die Rekruten kämpfen nur mit dem Säbel. Das stimmt nicht. Jeder Rekrut wird an der Muskete ausgebildet, und zwar an der eigenen. Wirklich? Wenn du mir nicht glaubst, frag doch Lopez. Gut. Ich spreche mal mit ihm. Sehr gut, haben wir auch geschafft. Können wir gleich abgeben. So, naja, und jedenfalls hat es die Kleine geschafft. Ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe ein Regal umgebaut von Ikea zu einem, wie sagt man da? Volier, glaube ich, ne? Sagt man da Kannst Voliere? Du eine Muskete halten? Voliere. El Fidelo. Ne? Nun. Also quasi ein dreistöckiges, oder sagen wir mit 3 Etagen versehene Behausung. Käfig möchte ich fast nicht sagen. Und die hat es doch tatsächlich geschafft, das Stockwerk zu wechseln, obwohl ich das alles schön abgesperrt habe. Bis auf eine Öffnung, die habe ich dummerweise vergessen, aber ich war mir absolut sicher, da kommt die nicht hin. Die hat das aber geschafft. Ich war nämlich gestern den ganzen Tag beim Heidelbeerenbrocken, ne? Wir haben ja schon die Heidelbeersaison, wie einige von euch ja wissen. Und als ich dann wieder zurück ins Zimmer ging und nach meiner kleinen Maus suchen wollte und schauen wollte, wie es ihr geht, hat die nicht mit ihren Schwestern gekuschelt. Hat die Kleine das wirklich geschafft, zu ihren Schwestern durchzudringen? Und die haben sich so liebevoll um die Kleine gekümmert. Und jetzt, obwohl mir empfohlen worden ist, sie auseinanderzusperren, möchte ich sie jetzt eine Zeit lang zusammenlassen, mal schauen, wie sie tun. Sie streiten nicht, sie verletzen die Mausi nicht, überhaupt nicht. Sie hegen und pflegen, sie putzen ihr Fell, geben ihr Seelentrost wegen ihrer Wunde. Sie nagen auch nicht an der Wunde, das habe ich gestern auch schon alles kontrolliert und überprüft. Also ist alles gut, entzünden kann sich auch nichts. Also habe ich gedacht, lasse ich es jetzt erstmal beisammen, bis dann vielleicht irgendwie eventuell Raufereien entstehen würden, was ich nicht glaube. Dann muss ich sie halt wieder trennen und besser aufpassen, dass sie nicht durchwuscheln kann. Aber momentan schaut eben alles gut aus. Die Kleine ist jetzt auch sehr ruhig, weil sie mag die Einsamkeit überhaupt nicht. Sie hat so stark nach ihren Schwestern verlangt und ja, jetzt hat sie eben wieder. Aber Ende gut, alles gut. Ich wollte nur sagen, achtet bitte auf eure Haustiere, wenn euch irgendetwas auffällt. Ein Verhaltens,
eine Verhaltensveränderung oder wie gesagt so eine Beule an irgendeiner Stelle, geht bitte zu einem Tierarzt eures Vertrauens, wo ihr auch sagen könnt, okay, der hat Erfahrung, der kennt sich mit solchen Dingen aus, so wie es bei meinem Tierarzt ist. Und zu meinem Glück habe ich es auch nicht weit zu ihm. Und er ist wirklich ein Lieber. Seine Frau ist ja auch tätig bei ihm. Also sie haben beide gemeinsam die Klinik mit OP. Alles ist dabei. Also die sind ausgerüstet wie ein Krankenhaus so auf die Art. Und da sind meine geliebten Mäuschen wirklich super aufgehoben. So. Aber jetzt sind sie wieder bei mir daheim. Und die Mausmama Alex, also ich, bin ja wieder sehr, sehr glücklich. Gut, ich schwafle die ganze Zeit über die Maus, es tut mir leid, aber ich versuche das immer so nebenbei ein paar zu erklären, was eben so passiert bei mir, ne? Also, wir sind hier beim Questen, also mein Lieber, wir haben die Rekruten beisammen. Du hast deine Rekruten? Die Formalitäten sind zwar noch nicht erledigt, aber na gut. Hier ist deine Prämie. So, wer ist der Nächste? Dankeschön. Nun, haben wir das auch schon. Patty, kann mit dir irgendwas machen? Wie mache ich mich? Grog und so weiter. Wird schon, keine Sorge. Unterschreib das. Gut. Ja. Das erste kann. Wir sind jetzt hier so gut wie fertig. Es fehlt hier auf Caldera nur noch eine Quest. Oder, ja, zwei, drei Quests. Eben das mit Garcia. Und, einen Schatz können wir noch finden. Bei der Festung, die wir, ja, vom Einzelteil her kennen. Da bin ich auch gespannt. Wie die jetzt ausschaut, ne? Auf jeden Fall haue ich jetzt erstmal ab. Wir segeln nach Antigua. Und ich versuche, Slane zu helfen. Ich versuche, Wilsons Waffe zu kriegen, um sein Schiff dann mit Kanonen beladen zu können, falls ich jetzt leider Gottes, ich traue es mir gar nicht zu sagen, den Wettbewerb machen muss mit dem Schießen, wird das unerträglich sein für euch. Ich bin so schlecht im Schießen, dass es zum Weinen ist. Wirklich wahr, das wird zum Weinen sein. Und da ich gerade beim Aufnehmen bin und eigentlich vorproduzieren müsste für die nächsten Tage, und ich hoffe, ich schaffe es diesmal wirklich jeden Tag ein Part hochzuladen, ja, ist das Ganze nicht so spannend wahrscheinlich für euch. Also, neuer Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Vor allem die Fails, die ich machen werde. Ja, auf jeden Fall nach Antigua, bitte. Da muss ich mal schauen, wie viel Ruhm und Ehre wir wieder haben, ob wir was Neues lernen können. Beziehungsweise muss ich noch überlegen, welches Talent wir als nächstes lernen tun. Gold wäre auch nicht schlecht, dass wir wieder ein bisschen farmen, beziehungsweise Sachen verkaufen. Viel zu tun wir haben. So, häufiges Speichern ist sinnvoll. Na, da habt ihr es wieder. Werde ich auch gleich machen. Sofern wir dann hier mal angekommen sind. Schönes Wetter haben wir da. Kann Slane nicht gleich die Kanonen von hier nehmen? Ich habe mir schon gedacht, vielleicht kann man dieses Handelsverbot per Voodoo-Puppe aufheben. Dafür brauche ich einen Hafen. Wir nehmen mit. Nehmen wir mal die Chani mit. Oh, was haben wir denn da? Die Kräuterhexe Emma meint, ich sei ein Weltenlenker. Aha, quatschen wir doch mal, oder? Die Kräuterhexe Emma meint, ich sei ein Weltenlenker. Menschen sind das, was sie tun. Niemals das, was sie sagen oder was man ihnen nachsagt. Aha, und was mache ich jetzt damit? Emma will dich warnen. Du hast große Verantwortung. Wenn du versagst, versagen wir alle. Also bau keinen Mist. Das wolltest du doch sagen, oder? Chi. Alles klar. Na, großartig. Ich nehme unser Frauchen wieder mit. Frauchen, wo bist du? Komm mit, Süße. Komm mit. Gut. Ja. Sie soll mir bei dem Wettbewerb helfen. Ich tue es, als wenn ich schießen würde und sie soll treffen. Hi, Elsa. Seltsam, nicht wahr? Aber so steht es geschrieben. Ja gut, ich wollte nochmal schauen, ob er noch was hätte. Hätte Fahrradkette, aber da ist nichts. Na gut, dann
dann bleibt mir wohl und übel gar nichts anderes übrig, als diesen Wettbewerb zu machen. Warum? Weil der Wilson, mit dem werden wir nicht reden können. Ne? Wir brauchen früher seine... war alles besser. Ja, früher war alles besser. Ja, hör auf zu lecken. Der lädt hier wahrscheinlich die Karte. Hallo? Und dann ist wieder schlimm. Hallo, Herr Wilson. Aha, okay, da können wir ein bisschen was quatschen. Was hältst du von... Also, lass mich mal an deine Schmiede. Das machen wir nicht, brauchen wir da mal nichts. Was hältst du von Captain Slane? Was hältst du von Kapitän Slane? Er ist ein Ehrenmann. Immer freundlich, immer zuverlässig. Und er hat stets seine Ware bezahlt. Ah ja, verstehe. Ich hörte, du stehst auf Grace. Ich hörte, du stehst auf Grace. Was? Wieso? Wer hat das gesagt? Ist doch unwichtig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Naja, wenn du mich so fragst, ich bin dieser feinen Dame nicht ganz abgeneigt. Aha. Verstehe. Wie wär's, wenn ich ein Treffen mit Grace arrangiere? Wie wär's, wenn ich ein Treffen mit Grace arrangiere? Du? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wie willst du sie dazu überreden? Wir haben ein spitzenmäßiges Silberzungentalent. Das ist eigentlich schon eine goldene Silberzunge. Mhm. Wirst du schauen. Mit Gold natürlich. Ich habe ein Händchen für Frauen. Nehmen wir das untere. Na, ich habe ein Händchen für Frauen. Lass mich nur machen. So, so. Hast du das? Das wird dir nicht viel nutzen, fürchte ich. Das edle Fräulein hat mich bisher immer verabscheut. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Wir werden sehen. Na gut. Abgemacht. Aber wehe, du verarschst mich, klar? Das wird man nie tun. Der reine Luxus, na schön. Dann haben wir noch, deine Pistole liegt beim Büchsenmacher. Deine Pistole liegt beim Büchsenmacher? Verdammt, was weißt du davon? Nur so viel, dass sie scheinbar sehr viel wert ist. Und wenn schon, warum interessiert dich das? Ach, nur so. Sieht so aus, als würdest du sie nie wiederkriegen. Deine Kanonen gegen die Pistole. Ja, das ist ein guter Deal. Deine Kanonen gegen die Pistole. Das ist Erpressung. Egal. Donovan würde sie eh niemals freiwillig wieder rausrücken. Ich weiß. Ich bringe die Pistole zurück. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Das untere zuerst. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Und warum bezahlst du nicht einfach? Wofür war das Gold genau? Das untere? Das obere? Das obere? Nimm das obere. Warum bezahlst du ihn nicht einfach? Er gefriert die Hölle, als dass ich ihm mein Gold in den Rachen werfe. Ja, aber du hast ihm doch gebeten, deine Pistole zu reparieren. Ach, was soll's. Ich bring dir die Buffen zurück. Ich bring dir deine Pistole zurück. Ha, meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Ich Und gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Das lass mal meine Sorge sein. Oh Mann, mach keinen Mist, klar? Doch, doch. Das ist unsere Spezialität. So. Gut, dann hätten wir das jetzt auch schon mal. Dann müssen wir zu diesem Donovan wieder zurück, ne? Juhu. Ja. Aber ich fürchte, ja, dass mit dem Duell, da werde ich nicht drumherum kommen. Ei. So, auf jeden Fall tun wir mal speichern. Das haben wir uns verdient. Hier der 6. Spielstand, bitteschön. Jawohl, alles gut. Was? Wie war? Ich kam vor, der wollte was sagen. Naja, der Part ist eigentlich auch schon zu Ende. Ich werde nur einmal kurz mit ihm quatschen. Noch eine Runde. Zeig mir deine Pistolen. Schauen wir mal. Zeig mir deine Pistolen. Sehr gern, mon Capitaine.
Aber so einfach wird das nicht sein, ne? Wilsons Ding werden wir nicht kriegen. Ich werde echt mit ihm kämpfen müssen. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich das gewinnen soll. Kannst du mir was beibringen? Ah, wie? Was willst du wissen? Wie ich eine Pistole bauen kann, kritische Treffer erzielen kann. Zeig mir, wie ich die Pistole während eines Gesprächs benutze. Was? Ich will mit der Pistole schneller schießen. Das wäre schön. Unterrichte mich mit der Pistole. Ja, fangen wir doch mal an, oder? Ich will ein besserer Pistolenschütze werden. Vielleicht brauche ich hier ja diese Geschichten, um besser dann schießen zu können. Unterrichte mich mit der Pistole. Pistolenschießen ist ein Nervenspiel. Du musst den Feind nah rankommen lassen, sonst machst du keinen Schaden. Wenn du schießt, dann mit höchster Präzision. Verstanden? Ja, glaub schon. Feuerwaffen 6er, so viel haben wir noch nicht. Wie ich einen kritischen Treffer erzielen kann. Zeig mir, wie ich kritische Treffer erzielen kann. Dazu musst du wissen, wo dein Ziel besonders empfindlich ist. Bei einem Menschen ist das natürlich der Kopf. Zumindest bei den meisten. Bei Tieren kann das was ganz anderes sein. Ein Auge oder ein Loch in dem Panzer. Wenn du die Stelle kennst, musst du lange zielen. Nur so bist du ruhig. Erst wenn du ganz ruhig bist, dann du darfst schießen. Großartig. Mhm. Gut, das hält man dann auch schon mal. Aha, das sind Unterschiede. Mhm. Da gibt es einmal mit, oder? Einmal mit Pistole zusätzlich, dann Feuerwaffen. Aha, ja, ja, okay. Na gut, ich lasse das jetzt mal. Oder? Das geht das noch? Ich habe nicht genug Geld. Ah, natürlich, war klar. Dann gehen wir zurück und dann werden wir im nächsten Part ein bisschen Handel treiben mit dem Kerl und vielleicht kriegen wir noch das eine oder andere hin. Vielleicht hilft uns diese Fähigkeiten, vielleicht helfen sie uns, den Wettbewerb leichter zu gewinnen. Oh Gott, das wird ein schrecklicher Part, der nächste. Na gut, ihr Lieben, trotzdem vielen lieben Dank, wie immer, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut, freut euch auf den nächsten. Das wird ein reiner Fail-Part und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Naja, sehen unter Anführungszeichen, aber hören auf jeden Fall. Also dann, tschüssi.